Gut, wir gucken uns mal an, was in so einem VIP Black Lotus Package mit drin ist. Erstmal der Rucksack. Der Rucksack ist großartig. Ich habe den selben bekommen als Content Creator. Dementsprechend sehr, sehr cool. Ich habe gesehen, ein paar Leute haben auch tatsächlich noch so einen, genau, ein paar Leute haben tatsächlich auch so eine Tasche bekommen, so eine Umhängetasche. Aber das war, glaube ich, für die Judges dieses Mal. Genau, wir haben einiges an Zeug drin. Machen wir direkt mal auf. Gucken wir mal rein. Alles ein bisschen aus der Hand gefilmt, deshalb Sekunde. So, haben wir aufgemacht. Jetzt kommt die Playmat. Die Playmat bin ich besonders drauf gespannt, weil das ist die VIP-Playmat und die soll richtig geil sein. Und ja. Ja, die ist schon geil. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Wirklich richtig gut. Oh mein Gott. Dann haben wir eine normale Playmat oder was ist das? Oh yes, die normale Playmat von der Magicon. Auch die richtig schön. Vor allem hier so kleine Details einfach drin. Es ist einfach schön. Also es ist, man kann sagen, was man will. Dieses Herr der Ringe-Thematik haben sie ganz gut drauf gemacht. Gucken, was wir noch haben. Das sind, okay, a Legendary Flyer, not that kind. Und Goblin Squabblin in Rainbow Foil. Die Goblin Squabblin sind richtig cool. Habe ich im Podcast schon drüber geredet. Die Legendary Flyer kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, was, glaube ich, drin ist. Ich glaube, da ist der Gilded Goose drin. Was schade ist, weil der Gilded Goose hat ein paar andere Sachen. Dann haben wir. Okay. Das ist eine Black Lotus Kappe. The Classic. Kann man auf jeden Fall zeigen, dass man Black Lotus hatte. Was haben wir sonst noch? Wir haben. Das ist eine Deckbox, da sind Sleeves drin, die muss, glaube ich, nicht aufmachen. Da sind einfach nur Sleeves drin. Dementsprechend. Und eine Magicon steht oben drauf. Dann haben wir. Wow. Das ist ein Pin. Und eine Magic-Karte drunter. Und das ist ein richtig fetter Pin. Heilige. Also, nur zum Vergleichen, das ist meine Hand. Ja? Wer soll sich denn den anpinnen? Aber natürlich, wenn man mit der Eos als Commander spielen möchte, ist das natürlich geil. Das ist natürlich geil. Genau, was haben wir sonst noch? Wir haben noch ein Arcan-Signet, die Hand von Thanos. Ist auch ganz gut. Dann haben wir zwei Gandalf the Shire. Krass. Das ist eine der teuersten Karten im Set. Das ist, glaube ich, 40 oder 50 Euro. Diese eine Promo. Zweimal da drin. Übel. Übel, übel, übel. Dann haben wir einen normalen Pin von der Magicon. Auch nicht schlecht. Dann ein Draft Booster. Noch zwei Draft Booster. Also drei Draft Booster, damit man einen Draft spielen kann. Wir haben noch einen Pin. Boah, Alter. Der ist ja geil. Das ist ein Black Lotus. Und der ist richtig geil. Das ist ein sehr, sehr cooler Pin. Ich weiß nicht ganz, warum da Minneapolis draufsteht von der Magicon. Aber okay. Dann haben wir ein Magicon Lanyard. Das heißt, ich muss das mal ganz kurz in die Kamera halten, mal gucken, ob man es sieht. Wir normalen Menschen, wir haben hier so ein komisches Schwarzes bekommen. Also so. Und dann gibt es halt für die Leute, um zu zeigen, dass sie wirklich die VIPs sind, noch so ein anderes Lanyard. Dann haben wir noch mehr Booster, und zwar nochmal drei Collector Booster Herr der Ringe und drei Mystery Booster Convention Edition. Das ist wichtig, weil das ist, ändert viel. Und dann haben wir noch eine lila Tüte, die gibt es auch dazu. Spaß beiseite. Das ist das, was ihr am ersten Tag bekommt. Und wir haben gerade eben schon festgestellt, es gibt am zweiten Tag auch Stuff. Und das ist der Stuff, der hier liegt. Und zwar einmal eine Relentless Rats in Foil. Sehr, sehr cool. Drei Phyrexia Draft Booster, All Will Be One. Auch sehr, sehr cool. Und hier ist eine, ich mach das mal auf mit einer Hand. Das ist ein Glas. Alter. Das ist neat. Das ist ganz nett. So als halber Liter. So zum Zumachen und so. Ich glaube nicht, dass der dicht hält, weil da oben ist das Loch offen. Gucken, ob ich das fokussiert kriege. Ja. Aber ich habe schon hässlichen Magic Merch gesehen. Und ja, das ist so viel dazu. Da hinten seht ihr noch ein Collector-Display. Das machen wir gleich auf. Beziehungsweise ich mache das gleich auf. Ihr seht das in einem anderen Video. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um auf der Magicon.